Da sind wir wieder bei Let's Play Nibiru und ja, im letzten Part ist der Martin knapp dem Tode entronnen. Und eigentlich soll er sich jetzt auf den Weg nach Mexiko machen. Ja, und ich würde vorschlagen, das tun wir jetzt auch. Mal gucken, wie wir hier rauskommen. Hier ist eine Tür. Türen sind immer gut. Vor allem, wenn sie aufgehen. Die Tür ist verschlossen. Shit, das gilt anscheinend nicht für die hier. Okay, was haben wir hier noch? Salz zur Fischlagerung. Ich hätte jetzt gesagt Streusalz. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Da ist eine Leiter. Ja, sonderlich Das behende war geht er da knapp. ja nicht Ich hoch. bin nur um Haaresbreite entkommen. Aber es ist nicht mein Leben, das jetzt in Gefahr ist. Ich muss den Professor warnen, bevor Sie zu ihm kommen. Das ist dein Onkel. Nenn ihn nicht immer Professor. Oha. Die Polizei. Das verheißt nichts Gutes. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Monsieur, dürfte ich fragen, was der Zweck Ihres Besuchs hier ist? Ja, ich bin. Oh. Wir sind mal wieder abgeschmiert. Ich bin gleich wieder da. Und weiter geht's. Die Diesmal hoffentlich Polizei. wirklich. Das verheißt nichts Gutes. Hoffentlich bin ich nicht zu spät. Monsieur, dürfte ich fragen, was der Zweck Ihres Besuchs hier ist? Ja, ich bin gekommen, um einen Freund zu besuchen. Hört sich gut an. Monsieur François de Wild? Ja. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Monsieur de Wild ist tot. Es tut mir leid. Tot? Aber warum? Warum mussten Sie ihn töten? Es ist alles meine Schuld. Ich bin zu spät gekommen. Ich muss darüber hinwegkommen und herausfinden, was passiert ist. Würden Sie mir sagen, was passiert ist? Ich kenne keine Einzelheiten, aber dem Kommissar zufolge war es Selbstmord. Unsinn, das hätte er nie getan. Das denke ich Was auch. wollten Sie eigentlich von Monsieur de Wild? Das würde ich lieber dem Kommissar persönlich sagen. Ich darf niemanden durch dieses Tor lassen. Allerdings könnte Ihre Aussage für den Kommissar interessant sein. Sie sagten, de Wild war Ihr Freund, richtig? Ja, er ist mein Freund. Ich meine, war. Gut, ich werde Sie hineinlassen. Gehen Sie direkt zur Front des Hauses und sagen Sie dem Kommissar, wer Sie sind. Warum sehen die Kommissare eigentlich immer wie Kommissare aus? Warum sehen die nicht wie normale Menschen aus? Wer trägt denn heutzutage noch einen Trenchcoat? Wer hat Sie denn reingelassen? Sie sind doch wohl nicht noch so ein Journalist, oder? Nein, bin ich nicht. Der Professor ist, war ein guter Freund von mir. Darum hat die Wache mich hineingelassen. Eigentlich war er sogar mehr als das. Er war mein Onkel. Ich verstehe. Wir hatten viel gemeinsam. Er war ein großartiger Mensch. Ich verstehe. Es tut mir sehr leid, Monsieur. Ja, Könnten mir Sie mir auch. vielleicht ein paar Fragen beantworten? Klar. Gut. Sagen Sie mir doch bitte, wann Sie zum letzten Mal mit ihm gesprochen haben. Erst gestern. Ach, wirklich? Wann genau? Die genaue Zeit weiß ich leider nicht. Es war aber auf jeden Fall schon nach 10 Uhr, als ich hier ankam. Worüber haben Sie geredet? Schien er Ihnen, naja, ganz normal zu sein? Ja, es war alles in Ordnung. Wir besprachen. Ja? Fahren Sie fort, Monsieur. Es könnte wichtig sein. Naja, wir planten eine Reise nach Mexiko. Eine gemeinsame Reise nach Mexiko, sagen Sie? Das ist wirklich interessant. Nein, ich sollte allein fliegen, wegen seines Alters. Einen Moment, ich verliere gerade den Faden. Was war der Zweck dieser Reise? Der Professor hat Jahre der Forschung damit verbracht, gewisse Fakten über die Maya-Kultur zu sammeln. Das ist eine lange Geschichte. Wollen Sie die wirklich hören? Es wird nicht notwendig sein. Ich glaube nicht, dass sie etwas mit diesem Fall zu tun hat. Haben Sie eine Vermutung, warum er Selbstmord begangen haben könnte? Selbstmord? Unsinn, das hätte er nie getan. Sein Lebenswerk war beinahe vollendet. Er war so nah dran. Ich kannte ihn sehr gut. Es muss Mord gewesen sein. Der Abschiedsbrief ist eindeutig, Monsieur. Sehen Sie selbst. Aber das ist nicht die Handschrift des Professors, Herr Kommissar. Er wurde bei der Leiche gefunden, gleich neben ihm auf dem Tisch. Ich würde seine Handschrift sogar in absoluter Dunkelheit erkennen. Und glauben Sie mir, das ist sie nicht. Ja, nee, ist klar. Können Sie das, was Sie da sagen, irgendwie beweisen? Wenn ich mich in der Villa umsehen dürfte, kann ich vielleicht etwas finden, das Ihnen helfen würde. Vielleicht, Monsieur, aber hier gibt es nicht viel zu ermitteln. Der Fall ist eindeutig. Ein Schuss in die Schläfe aus kurzer Entfernung und ein Abschiedsbrief. Es tut mir leid. Wenn ich beweise, dass der Brief nicht echt ist, ändern Sie dann Ihre Meinung? Aber ja, das wäre dann ein ganz anderer Sachverhalt. Gut, lassen Sie mich kurz nachdenken.
Okay, haben wir hier irgendwas dabei? Ah, im Umschlag mit den Flugtickets ist ein Brief von unserem Onkel. Der Brief, den ich dem Freund meines Onkels in Tekolut geben soll. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Hier, Herr Kommissar, sehen Sie mal. Vergleichen Sie den Brief, den Sie gefunden haben, mit diesem hier, den der Professor persönlich geschrieben hat. Er gab ihn mir gestern Abend und es ist wohl eine Nachricht für jemanden in Mexiko. Interessant. Sie haben recht. Das ist sogar für meine Augen ganz offensichtlich. Das ist eine ganz andere Handschrift. Wirklich gute Arbeit. Obwohl es für gewöhnlich nicht erlaubt ist, werde ich Ihnen zum Dank für die Hinweise, die Sie geliefert haben, gestatten, sich in der Villa umzusehen. Danke sehr. Sie können dort bleiben, bis ich die Fachleute gerufen habe. Aber fassen Sie bloß nichts an, verstanden? Nein. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kommissar. Na sicher. Natürlich werde ich den Brief behalten müssen. Schließlich ist er ein wichtiges Beweisstück. Ist das wirklich nötig? Absolut. Ich muss darauf bestehen. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Und fassen nichts an. Ich habe es nicht geschafft, den Professor rechtzeitig zu warnen. Aber er würde sicher nicht wollen, dass ich jetzt aufhöre. Bah, ich habe Ich werde seine Arbeit beenden. Ich hasse und das. Dann wird sein Mörder büßen müssen. Ja, wir können uns hier eine ganze Menge Gedöns angucken. Fangen wir einfach mal hier mit dem Offensichtlichen an und ich versuche so lange das ganze Haar rauszukriegen. Ein schrecklicher Anblick. Na toll, viel Zeit hast du mir aber nicht gegeben, Martin. Ein Bonsai. Ich habe ihn meinem Onkel zum Geburtstag geschenkt. Er liebte Bonsais. Ach, Bobo, heul nicht rum. Das ist bestimmt dein Haar. Ja, da sagst du nichts mehr. Zum Bücherschrank. Da ist eine Sanduhr. Der Sand ist noch nicht durchgelaufen. Aha. Gestern Abend haben wir noch hier gesessen. Hier sind Fotos. Fotos von Expeditionen nach Südamerika, das Onkel François so sehr geliebt hat. Also irgendwas muss mit der Sanduhr sein. Der Sand ist noch nicht durchgelaufen. Das Feuer ist aus. Tikal. Ja, whatever. Was haben wir hier noch? Ein Telefon. Oh, Nachricht auf den AB. Offensichtlich bist du nicht zu Hause, François. Deshalb hinterlasse ich dir eine Nachricht. Die Bücher, die du bestellt hast, sind angekommen und liegen hier auf meinem Tisch. Soll ich sie dir bringen oder willst du sie abholen lassen? Ich würde ersteres vorziehen, dann könnten wir nämlich unsere Schachpartie fortsetzen. Mir steht eine Revanche zu. Wie wäre es also heute Abend? Ruf mich auf jeden Fall zurück und wir besprechen das dann. Pierre. Professor François de Wilde? Wenn Sie zu Hause sind, gehen Sie bitte ans Telefon. Ich rufe in einer dringenden Angelegenheit an. Professor? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Aber es ist kein Freund oder Kollege des Professors. Sie klingt wie der Typ, dem du die Kiste auf die Rübe geschmissen hast. So ist jetzt die Sandend, das Sand, die Sand, das Sand, der Sand. In der Sanduhr ist ein kleiner Messingschlüssel. Ist durchgelaufen. Zu welchem Schloss der wohl gehört? So müssen wir die jetzt kaputt machen. In der Sanduhr schimmert ein kleiner Schlüssel. Clear. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Schlüssel. Yay! Sieht aus, als sei sie oft bewegt worden. Na klar. Das muss der Safe sein, in dem Onkel François die beiden Statuen versteckt hat. Ich muss ihn irgendwie öffnen. Tja.
Soll ich euch jetzt ein bisschen Bedenkzeit lassen, um zu gucken, ob ihr auf das Passwort kommt? Ja? Also, wenn ihr jetzt nachdenken wollt, dann drückt mal kurz auf Pause und denkt nach. Und wenn ihr die Lösung haben wollt, dann guckt weiter. So, das Passwort ist nämlich Tikal. Ja, hat etwas länger gedauert, als ich zum ersten Mal gespielt habe, aber ich bin von alleine drauf gekommen. Und damit wir Tikal in Zahlen umwenden können, nehmen wir hier diese Telefontastatur. Das wäre also 8, 4, 5, 2, 5. Wenn ihr von alleine drauf gekommen seid, bin ich voll stolz auf euch. Und wenn nicht, dann, naja, kann passieren. So. 8, 4, 5, 2, 5. Tada! Das ist unmöglich. Die Statuen sind weg. Ich muss sie zurückbekommen, bevor diese Bastarde auf Nimmerwiedersehen mit ihnen verschwinden. Bastarde, ja, schön. Aber hier ist sonst nichts, was wir mitnehmen können. Na gut, gibt's hier sonst noch was? Nee, das Tikal-Poster kennen wir ja schon. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir wieder weg. Ah, eine Pyramide. Der hat schon so ein bisschen zugedröhntes Gesicht, unser Martin, oder? Unten ist eine kleine Öffnung. Vielleicht ein Schloss. Na, wer hätte das gedacht? Und da drin ist eine Maya-Karte. Ja, die uns natürlich bisher jetzt auch schon echt total viel sagt. Jetzt können wir uns hier noch die Tür angucken, aber ich glaube, dann haben wir in der Villa alles erledigt. Sie führt in den Flur und zum Garten. Aha, da willst du wohl nicht hin. Ja, wir können die Villa verlassen, also denke ich mal, ist alles geklärt. Ist Ihnen etwas aufgefallen, das uns helfen könnte? Ich fürchte, nein. Warten Sie mal, da gab es doch eine Kleinigkeit. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht. Die Stimme kannte ich nicht. Es war jedenfalls keiner von den Freunden des Professors, die ich kenne. Vielleicht wollte jemand nachprüfen, ob er zu Hause war. Oh, das klingt wirklich logisch. Ich werde das überprüfen. Aber ich muss mich entschuldigen. Ich habe dummerweise eine alte Sanduhr zerbrochen. Sie hätten vorsichtiger sein sollen. Aber wenigstens haben Sie mir davon erzählt. War das alles, Monsieur... Martin Holen. Ja, mir ist nichts weiter aufgefallen. In Ordnung. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten, Monsieur Holen. Mir auch, Herr Kommissar. Leider muss ich mich jetzt verabschieden. Ich werde Sie vielleicht noch einmal sprechen müssen. Kann ich Sie irgendwie erreichen? Naja, zurzeit wohne ich im Hotel Safran. Das liegt auf der anderen Seite der Küste, ganz in der Nähe des Hafens. Gut, dann auf Wiedersehen und vielen Dank, Monsieur Holen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Ja, schön. Das Telefon hat gerade schon wieder geklingelt. Ich hasse das. Warum rufen die mir an, wenn ich aufnehme und nicht in der Stunde, in der ich rendere? Haben Sie mit dem Kommissar gesprochen? Ja, und ich glaube, dass ich etwas Licht in diesen widerlichen Mordfall gebracht habe. Also kein Selbstmord, was? Sie hereingelassen zu haben, war doch eine gute Entscheidung. Wenigstens werde ich meinen Vorgesetzten nichts erklären müssen. Dürfte ich erfahren, was Sie herausgefunden haben? Fragen Sie einfach den Kommissar. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Verstehen Sie? Oh, entschuldigen Sie, das verstehe ich natürlich. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Au revoir. Da geht er hin, der Martin, und fliegt nach Mexiko. Okay, noch fliegt er überhaupt nicht. Wir können jetzt zur Hinterseite des Hotels gehen. Das konnten wir vorhin, glaube ich, auch schon. Aber die Frage ist, was wollen wir da? Und warum geht der jetzt so schnurstracks auf diese Frau zu? Wonach suchen Sie denn hier, junger Mann? Wollen Sie einen kleinen Plausch mit der alten Iris halten? Nein. Nein, nicht wirklich. Humbug. Warum würden Sie im Müll herumkriechen wollen, ha? Das geht Sie gar nichts an. Ja, genau. Sie behandeln eine alte Lady nicht gerade respektvoll, junger Mann.
Naja, ich wollte nicht mal mit Ihnen reden. Wie Sie wünschen. Egal, ich gehe jetzt erstmal wieder nach vorne. Und in das Hotel rein. Zimmer 32, nicht wahr, Monsieur? Ja, 32. Wir möchten so schnell wie möglich abreisen. Natürlich, Monsieur. Es wird nur eine Minute dauern. Das ist er. Die ganze Zeit waren wir im gleichen Hotel. Das hätte ich ahnen müssen. Sie müssen mir gefolgt sein. Ich verschwinde lieber, bevor er mich sieht. Ah, deswegen müssen wir auf die Hinterseite des Hotels. Sie kannten jeden meiner Schritte und das hat Onkel das Leben gekostet. Wenigstens weiß ich jetzt, wo die beiden Statuen sind. Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Ja, gut zu wissen. Also müssen wir jetzt irgendwie anderweitig ins Hotel kommen und aus deren Zimmer die Statuen holen. Und ich bin mir sicher, dass wir dafür irgendwie auf die Feuerleiter müssen oder sowas. Diese Ratte hier ist übrigens irgendwie süß. Komm ihr bloß nicht zu nahe, du hast schon genug Ratten umgebracht. Naja, ich mache hier auf jeden Fall einen Cut. Und wie es weitergeht, naja, das seht ihr höchstwahrscheinlich erst morgen.